herzlichen Dank. Und ich kann Sie jetzt schon mal aufmerksam machen, das ist mir hier auch schon mal gesagt. Ralf und Birte sind nicht nur Frisbee-Leute, sie machen also eigentlich rund um den Hund. Und ich frage mich, wie die beiden das die 24 Stunden am Tag eigentlich hingehen. Aber Spaß und Freude. Und ich kenne die Hunde, habe sie also gestern alle kennengelernt und sind nicht nur die vier, die sie eben gesehen haben. Ralf und Birte fahren nämlich auch Schlittenhunde. Schlittenhunde, Hunde, die aus dem Tierschutz kommen. Gucken Sie sich das heute Nachmittag mal an. Ich kann Ihnen sagen, Damen und Herren. Aber nicht minder, Annika. Pfötchenschule. Nein, ich meine das überhaupt nicht sarkastisch, zynisch oder sonst was. Ist ein schöner Name. Ich denke auch. Annika, du hast uns zwei Hunde mitgebracht und auch das andere Ende der Lage. Genau, drei Teams sozusagen. Also wie er gerade schon schön gesagt hat, mein Name ist Annika und wir werden Ihnen heute ein paar Trick-Dog-Vorführungen zeigen. Es ist so, dass die drei Mädchen jetzt hier gerade schon ein bisschen was zeigen. Im Prinzip werden sie sich wahrscheinlich zwei Fragen stellen. Die eine Frage, was ist überhaupt Trick-Dog? Das zeigen die Mädchen gerade schon ein bisschen nebenbei. Und eine ganz andere Elementarfrage ist eigentlich, warum machen wir das mit den Hunden? Wir haben jetzt gerade schon einige Hundesportarten hier sehen können. In der anderen Halle sieht man zum Beispiel auch eine den ganzen Tag laufen. Und diese Frage möchte ich jetzt ganz gerne beantworten. Es ist so, dass unsere Hunde vor 20 Jahren eine Aufgabe hatten. Sie waren Hütehund, sie waren Jagdhund oder sie haben den Hof beschützt. Heutzutage ist es meistens anders. Der Hund hat einen ganz anderen Status bekommen. Er ist meistens Familienmitglied, wo er in der Wohnung schläft, vielleicht sogar noch oder sitzt auf dem Sofa. Und jetzt ist es so, dass viele Hunde einfach im Alltag auch unterfordert sind. Man kennt das selbst, die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist sehr hoch und viele, die arbeitslos sind, sind einfach nicht unzufrieden. Genauso ist es mit den Hunden auch. Das heißt, jeder Hund sollte eigentlich irgendeine Aufgabe bekommen. Da ist die Möglichkeit, das auszusuchen, relativ breit gefächert. Wir haben verschiedene Hundesportarten. Eine ganz tolle Art ist der Trick-Dog nebenbei auch, weil man einfach Trick-Dog überall vollziehen kann. Wenn man zum Beispiel Agility macht, braucht man eine Hundesportkultur. Man muss also in die Hundeschule gehen oder man braucht seine eigene Kultur im Garten. Und das ist natürlich einfach nichts Alltägliches, sondern das macht man vielleicht zwei bis dreimal die Woche. Und öfters sollte man es auch nicht machen. Beim Trick-Dog kann man mit einfach tagtäglich beschäftigen. Das ist das große Ziel. Coole Sache, ich habe heute keine Lust. Ein ganz wichtiger Punkt, was alle Hundesportarten betrifft, man sieht das hier auch ganz schön mit den drei Mädchen, es ist so, dass die Hunde enorm viel Spaß an der Sache haben. Und das ist die grundlegende Sache, sich mit dem Hund zu beschäftigen. Wenn Sie einen eigenen Hund haben oder vielleicht sogar gerade einen Welpen, dann kennen Sie das. Hunde spielen enorm gerne mit anderen Hunden. Das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Aber wenn wir von unserem Hund die Erwartungshaltung haben, dass er sich in bestimmten Situationen für uns entscheidet und nicht, wenn die Leine ab bis zu dem anderen Hund hinrennt, müssen wir ihm natürlich was bieten. Und dieses Angebot schaffen wir quasi über den Hundesport, weil man einfach mit dem Sport, mit dem Hund eine Aktivität hat, wo man quasi den gleichen Status hat wie andere Hunde im Spiel mit dem Hund. Ich gehe jetzt mal einmal zu unserer nächsten Teilnehmerin. Hanni, sag mal einmal ganz kurz, wie alt sie ist. 15. Machst du das schon? Seit zwei Jahren, darauf wollte ich hinaus. Es ist so, dass man mit der Arbeit mit Hunden enorm viel Geduld aufbringen muss. Das, was Sie jetzt sehen, ist natürlich ein fertiges Produkt. Der Weg dahin ist immer schwierig. Und ich habe ganz viele Kunden bei mir in der Schule, die immer sagen, das lernt ihr nie, das wird ihr niemals können. Das denkt man immer. Der Weg ist das Ziel. Das heißt, die Arbeit mit dem Hund, darauf kommt es an. Wenn man dabei Spaß hat, kann man letztendlich alles mit dem Hund erreichen. Nicht jeder Familienhund muss unbedingt unter so einer Atmosphäre Aufführungen machen können. Aber es ist natürlich schön, wenn man mit ihm unter Ablenkung arbeiten kann, weil das im Prinzip das ist, was sie von ihrem Hund erwarten im Alltag. Leider werden unsere Hunde natürlich nicht geboren und sagen, ach, Sitz, Platz und Fuß wollte ich immer schon mal machen, sondern man muss natürlich irgendwo etwas bieten, um etwas zurückzubekommen. Und das ist eigentlich das, was wir durch Hundesport erreichen wollen. So, jetzt gehe ich mal zu der Corinna, die holt mir gerade schon den Einkaufswagen. Corinna, wie lange machst du das mit der Hund? Seit 3 Jahren. Also auch nicht erst seit gestern dabei. Darren wird jetzt gleich
ich den Einkaufswagen einräumen und ihn dann auch schieben. Meine Frage an Sie, was denken Sie, wie man so etwas einem Hund beibringt? Überlegen Sie mal ganz kurz, wir klären das gleich auf. Heute keine Lust. Okay, vielleicht hat der ein oder andere schon eine Idee entwickelt. Also es ist so, dass jede Übung, die Sie hier sehen, in Einzelteile zerlegt wurde, bevor der Hund das Ganze gelernt hat. Ich sage immer, stellen Sie sich ein Daumenkino vor. Ein Daumenkino funktioniert nur, wenn jede Seite lesbar ist. Das heißt, ist ein Blatt davon weg, ist in dem Bezug die Übung von dem Hund nicht verstanden. Das heißt, wenn Sie mit Ihrem eigenen Hund mal irgendwann an einen Punkt kommen, wo Sie denken, wer macht das nicht? Dann ist es wahrscheinlich so, dass für ihn aus der Sicht des Hundes ein Blatt aus dem Daumenkino fehlt und dementsprechend der Hund die ganze Übung nicht verstanden hat. Jetzt ist es so bei Hunden, dass wir Verhaltensketten bilden können. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Es ist so, dass Hunde Verhalten ganz gerne automatisieren. Das heißt, Verhalten herstellen. Wir gehen jetzt mal auf eine normale Hundeerziehung. Es ist zum Beispiel so, dass ich meinen Hund beibringen kann, jedes Mal, wenn ich ihn rufe, hat er nicht nur zu kommen, sondern er hat zu mir zu kommen, sich neben mich zu setzen und abzuwarten. Das ist eine relativ einfache Verhaltenskette. Das, was Darren hier gerade macht, ist natürlich schon hohe Schule. Und auch dabei sieht man, er hat Spaß und das ist das Wichtigste. Man kann das Einräumen übrigens nicht nur mit Blümchen machen. Also, nochmal darauf zurückzukommen, wir haben gesagt, jede Übung ist ein Daumenkino. Mit Darren haben wir bei dem Einräumen des Wartens angefangen, ihm erstmal beizubringen, etwas zu apportieren. Das heißt, er musste etwas in den Mund nehmen. Der nächste Schritt ist das Halten von etwas. Erst in den Mund nimmt und etwas hält, kann man dazu übergehen, ihm zu sagen, dass er irgendetwas einräumen soll. Das ist der nächste Schritt. Und dann ist der Punkt natürlich, wo dann bei uns hier bei dieser Übung der Einkaufswagen zum Tragen kam. Das heißt, er hat gelernt, etwas reinzulegen. Als nächstes musste er natürlich auch noch lernen, wie steige ich auf dieses Ding auf. Im Prinzip ist es so, dass man das natürlich an allen möglichen Gegenständen üben kann, dass der Hund mit den Vorderpfoten auf etwas draufsteigt. Wir haben das beim Einkaufswagen so gemacht, dass wir ihn dann an einen Leichtabteil angestellt haben. Darren hat sich draufgestellt und wir haben den Wagen langsam erstmal geschoben, sodass er lernen konnte, auch mitzugehen, weil das ist natürlich der nächste Schritt. Und da auch nochmal darauf hinzuweisen, das hat auch nicht nach einer Woche geklappt, sondern das ist natürlich etwas, was viel Zeit braucht. Und da heißt es nur dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Okay, jetzt gehen wir nochmal einmal zu der Honey rüber. Der Pete kann Skateboard fahren. Was denken Sie, wie hat er das gelernt? Also ich muss Sie enttäuschen, der hat nicht das Skateboard gesehen und gesagt, darauf wollte ich immer schon mal fahren. Er hat also erstmal gelernt, wie ich das gerade schon bei dem Darren ganz schön geschrieben habe, dass er mit den Vorderpfoten auf hier das Skateboard steigen musste. Dann haben wir angefangen, das Leckerchen vor die Nase zu halten und da er hinterher wollte, hat er dann gemerkt, ah, da bewegt sich was. Das war erstmal die Grundidee. Und auch hierbei ist es natürlich enorm wichtig, dass er nicht nur draufsteigt, sondern in dem Kommando bleibt. Da gibt es etwas, was man generell beim Hundetraining leider etwas vernachlässigt. Jede Übung sollte nicht nur durch ein Kommando hervorgerufen werden, sondern es ist noch viel wichtiger, das auch aufzulösen. Das heißt, der Hund hat es viel leichter, wenn er weiß, das, was ich mache, muss ich so lange machen, bis zum Beispiel das Kommando okay kommt. So weiß der Hund, aha, ich muss das anhalten, bis ich aufgelöst werde und dann habe ich erst Erfolg. Ich glaube, der Pete hat einen ganz kleinen Applaus verdient, oder? Okay, danke, Hanni. So, jetzt kommen wir zu unserer Pudeldame. Die kann nämlich auch was ganz Besonderes. Die kann auf den Arm springen. Und auch hier muss ich Sie mal wieder enttäuschen. Es war nicht so, dass sie einfach immer an Chris hochgesprungen ist oder auf den Arm einfach so gesprungen ist, sondern auch das haben wir langsam aufgebaut. Das heißt, der Hund hat gelernt, erst
auf ihren Arm zu springen, beziehungsweise überhaupt erstmal an ihren Körper zu gehen und hat dafür ein Leckerchen bekommen. Und erst dann ist Kiss langsam vorgegangen, sodass sie Sprungverhalten entwickelt hat. Also Sie sehen, wenn Sie Ihrem Hund etwas beibringen wollen, egal was es ist, überlegen Sie sich erst, wie könnte man das machen. Und dann bringen Sie dem Hund das Verhalten in kleinen Teilen bei, sodass er dann eine Gesamtverknüpfung hat. Hierbei können dann auch wieder Verhaltensketten hergestellt werden. Jetzt guckt Pia gerade mal, was Peter macht. Was macht Peter überhaupt? Pete macht den sogenannten Pinguin. Das ist eine Übung, die ich gerade auch noch mal ganz gerne erklären möchte. Peter hat hierbei auch wieder gelernt, etwas anzubieten. Das heißt, er hat gelernt, auf die Füße zu steigen. Und Sie sehen, dass er total gelassen in dieser Position verharrt ist, bis Hanni gesagt hat, du darfst wieder gehen. Also auch hierbei geregelt. Dem Hund immer das Kommando geben dafür, dass er eine Übung abschließen kann. Wenn Sie gut aufgepasst haben, dann haben Sie das hier manchmal klicken gehört. Das ist eigentlich das Letzte, was ich Ihnen heute noch erklären möchte. Der Klicker, vielleicht haben Sie das auch schon mal woanders gehört, ist ein Bestätigungsmittel. Das heißt, man konditioniert den Hund klassisch. Es wurden dann früher Versuche gemacht. Und es ist so, dass Hunde ganz schnell auf Geräusche reagieren, wenn danach etwas passiert. Man hat das damals mit einer Glocke gemacht und der Hund wurde quasi immer nach dieser Glocke gefüttert. Es war nach ein paar Versuchen schon so, dass die Hunde Speichelfluss entwickelt haben, nur wenn sie diese Glocke gehört haben. Und genauso funktioniert der Klicker auch. Es ist so, dass der Hund quasi weiß, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, lohnt sich so, dass ich daraufhin gleich ein Leckerchen bekomme. Man hat den absoluten Vorteil, dass man nicht immer mit dem Leckerchen vor der Nase mit dem Hund arbeiten muss, sondern ihn quasi auf dem Punkt stetigen will. Wenn wir jetzt mal wieder in die normale Hundeerziehung gehen, der Hund soll bei Fuß laufen. Sie haben das bestimmt alle schon mal versucht, den Hund beizubringen, beziehungsweise vielleicht auch erfolgreich. Dann ist es so, dass man ganz oft bestätigen will. Und in dem Moment, wo man eigentlich das Leckerchen geben will, ist der Hund aus der Position raus. Man bestätigt also was ganz anderes, als man eigentlich will. Wenn man mit dem Klicker bestätigt, dass der Hund das Verhalten gut ausführt. Und in dem Moment kommt das Klicken. Und selbst wenn der Hund dann aus der Position rausgeht, ist es so, dass man das Verhalten zuvor bestätigt hat, in dem Moment, wo das Klicken kam. Das heißt, es ist etwas, was man natürlich selbst als Mensch auch lernen muss. Wenn man es gut gelernt hat, kann der Hund es sehr schnell umsetzen. Monika, ganz herzlichen Dank. Wie sehe ich mit dem Wort mein Mittagessen ein? Nämlich ein Tee, das ich gerne habe. Seit wann gibt es das eigentlich? Ich bin schon seit ein paar Jahren. Man arbeitet seit ungefähr 8 Jahren. Seit 8 Jahren. Sag mir doch was, was ihr an der Hand könnt, ich bin gerade rein dabei. Guck es mal. Guck das, oder? Alle Hunde, die jetzt mit dem Klicker gearbeitet werden, reagieren jetzt wahrscheinlich. Nein, kurioserweise nicht. Also die Hunde können sich auch auf den eigenen Klicker anpassen. Die kennen ihren Klicker. Ihr habt die Feststellung noch nicht aufgemacht. Ich bin da also seit 20 Jahren Hunde aus und habe also statt des Klickers ein Hörzeichen. Ich kann dann immer laufen oder sowas. Offen, als Auflösung. Der Klicker, der geht zurück auf die Versuche von den alten Pavlov. Ne? Sie erinnern sich ja, ja, das heißt Sie sicherlich nicht mehr. Ich glaube, das war 1925, korrigiere mich wieder einmal. Da hat man die Versuche gemacht und Futter hingestellt und frisst. Futter hingestellt und Speichelfluss und frisst. Ja, und dann hat man das mit dem Glockenton oder mit dem Lichtsignal gekoppelt. Und dann hat man gemerkt, wenn man das Lichtsignal zuerst gibt und verknüpft Lichtsignal, Futter, Speichelfluss. Was angenehm ist. Naja, und das macht man sich heute zunutze, indem man das den Glockenton mit dem Klicker austauscht und tut, hört Klicker, hey, toll, gibt gleich was. Ja, Annika, Pfötchenschule, Hintenjahre unter Sor Berlin. Ich bin da nicht bereit. Und das Publikum bedankt sich auch nochmal mit ganz dicken Applaus. Ich denke auch, die 3 Meter kommen noch. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe eben schon von meiner Kollegin die Ermahnung gekriegt, die Zeit ist abgelaufen, es habe ich noch einen bösen Blick.